Hallo zur ersten RPC Community TV Folge Special Gamescom 2013. Wir haben direkt zu Anfang heute nicht den Start der Gamescom, denn es gab was Wichtiges, und zwar diese grünen Bändchen. Wir haben zweimal Call of Duty Ghosts extra für euch abgeräumt. Ihr könnt es bei NTV, RTL, N24 mitverfolgen, wie ich mich zu Tode für euch gerannt habe, damit ihr am Start von Call of Duty Ghosts sofort den ersten Livestream kriegt, inklusive Unboxing auf YouTube. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der weiteren Folge. Mal sehen, was noch so passieren wird. Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Anubis von RPC Community TV. Wir sind hier am Stand von LG. Vor uns haben wir den Pressesprecher, den Michael, der für die Zuständigkeit von allem, was der Elektronik für die Presse bekannt gegeben werden darf, natürlich jetzt für uns Rede und Antwort steht. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Okay, jetzt wissen wir alle, LG gehört mit zu den großen Marktführern der Elektronikbranche, ob Audio, genauso wie auch Fernsehen oder eben halt Monitors. Sag mal, warum sollten denn unsere Gamer für die Next Generation ausgerechnet LG Audio und Fernsehen oder Monitorgeräte kaufen? Erstmal habe ich ja gerade erfahren, dass ihr Geburtstag habt heute. Als Forum mit ein Jahr alt habt ihr erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Also warum soll die Next Generation auf LG setzen? Ich glaube, LG steht für überragend gute Displays. Wir sind mit der größte Displayhersteller der Welt. Das passiert alles bei uns im eigenen Unternehmen. Das heißt, egal welche Display-Technologie jetzt dahinter steckt, ob IPS-Technologie oder neue OLED-Technologien bei Fernsehern. Mit LG ist man, was das Display, das ist ja fürs Gaming extrem wichtig, angeht, ist man wirklich ganz, ganz vorne dabei. Blickwinkelstabile Displays wie bei den IPS-Displays, unglaublich schnelle Reaktionszeiten bei den Monitoren, bei den Fernsehern, innovative Eingabemöglichkeiten bei Smart TV und auch natürlich im Mobile-Bereich einfach eine Hardware. Wir haben aktuell jetzt primär das schnellste Handy mit dem stärksten Prozessor auf dem Markt. Also LG ist eigentlich, egal ob der Mobile-Gaming geht, ob es um Konsole geht, ob es um Smart TV-Gaming geht, ganz weit dabei. Okay. Natürlich auch ganz extrem wichtig fürs Gaming ist natürlich auch der Sound. Jetzt ist mir persönlich stark aufgefallen, dass die keinen separaten Audio-Schildstecker immer für eine direkte Verbindung zum Audio-HiFi-System haben. Warum gibt es diesen Stecker noch nicht bei LG, sondern hat bisher nur diesen Kopfhöreranschluss? Auch ein Thema, was wir natürlich hier in Deutschland schon analysiert haben. Also man muss sagen, die Produkte werden entwickelt in Korea für den globalen Markt. Und wenn dann halt ein Produkt entwickelt wird, dann wird quasi von Region zu Region geguckt, wie sind die Vorlieben der Gamer. Was sollte halt ein Monitor dabei haben und was nicht. Und ich weiß, dass wir das Thema schon zurückgespielt haben und dass es auch in Zukunft halt diesen separaten Ausgang für die Heizanlage zum Beispiel geben wird. Aktuell sind es, glaube ich, gibt es schon in einigen Modellen, aber noch nicht in allen. Okay, was würden Sie denn sagen? Oder was würdest du vielmehr sagen? Was macht die großen Monitore oder beziehungsweise Fernseher für den kleinen aus? Oder können die kleinen Fernseher und Monitore genauso auch mit den großen Brüdern mithalten? Also wir stehen gerade so auf der Schwelle in Richtung Ultra-HD. Also das ist das, was wir im Bereich Fernsehen bringen werden, auch im Bereich Mobiltelefonie. Also das heißt, die vierfache Full-HD-Auflösung wird es geben. Und ich habe auf der IFA zum Beispiel, auf der CES im letzten Jahr schon die ersten Ultra-HD-Fernseher gesehen. Natürlich muss es auch den Content geben. Nützt ja nichts, wenn das Display jetzt vierfach Full-HD ausstrahlt, aber der Content fehlt. Wenn man wirklich diese Display-Technologien sieht, ist the bigger the better. Es ist tatsächlich so, dass das Spielerlebnis geiler wird, je größer der Screen ist. Man ist mehr drin. Natürlich sind so Geschichten wie Dual-Play oder auch 3D-Gaming auf dem großen Screen einfach sehr viel sinniger als auf dem kleinen. Dementsprechend bin ich natürlich schon der Meinung, also je größer, desto besser. Und ich habe zu Hause zum Beispiel
Beispiel, also als ich mit meinem 55 Zoll TV bei mir zu Hause reinkam, dachte meine Frau so, was wollen wir mit dem Ding? Mittlerweile fällt es mir auf, wenn ich auf einen 47 Zoll schaue, dass er wirklich unglaublich klein ist. Also man gewöhnt sich sehr schnell an die Größe und ich muss sagen, es hat einen guten Vorteil. Okay, jetzt kommen natürlich auch die Android-Konsole und die Oculus Rift. Was bedeutet das für LG? Sind die da in direktem Kontakt oder gibt es da kleine Besonderheiten, die LG den Gamern noch vor beinhaltet oder eben die sie uns jetzt verraten möchten? Wir stehen in Kontakt, genau, oder wir verfolgen natürlich diese Entwicklung da. Wir setzen sowieso fast ausschließlich auf Android-Handys, ohne dass wir jetzt die anderen Betriebssysteme per se ausschließen. Aber wir sind bei Android sowieso relativ gut unterwegs. Natürlich ist es für einen Konzern wie LG wichtig, da direkt am Puls der Zeit zu sein und in Kontakt zu sein mit den ganzen neuen Herstellern, die neue Produkte auf den Markt bringen und beobachten das sehr genau und werden im Moment, wo uns der Markt auch groß genug erscheint, natürlich auch tätig werden oder halt Kooperationen bringen. Ähnlich wie wir es hier auch gemacht haben. Also ich weiß nicht, wenn du mal umschaust, hier auf dem gesamten Stand von EA findest du mehr als 850 LG Monitors, Displays und so weiter und so fort. Und, ich glaube, wir haben uns ja einen der bevölkerten Stände überhaupt ausgesucht. Und da, ich sag mal, da wo Schnittmengen zwischen uns und der Gaming-Branche bestehen, nutzen wir natürlich auch klar. Ja, das hört sich ziemlich interessant an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was LG noch für uns nicht nur vom Fernsehen, sondern auch für die Gaming-Branche auf den Smartphones bereithält. Und was uns alles für eine Auflösung und Überraschungen LG noch bietet. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mir das Ganze hier angeguckt habe. Von der Auflösung her bin ich bisher begeistert. LG ist ja nicht gerade unbekannt für seine Hochauflösung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Michael. Ja, das war's. Ja, und dann sage ich mal, bis später. Wir sehen uns. Okay, wir haben hier jetzt was ganz Besonderes für euch. Wir haben den Entwickler oder einen der Entwickler von Arma 3 und DayZ Standalone. Hallo. Hallo. What can you see for the new Standalone from DayZ and Arma 3? Well, let's start with the DayZ. It's standalone game based on the very famous mod. The main differences between the mod itself and the game is that it has custom tailored networking architecture developed to allow more players on the server, to allow more zombies, more loot, basically to allow for better performance and bigger capacity. And of course there are many changes under the hood, new inventory system, health system, different behavior of zombies, and dozens of new features and expansions to the gameplay. Arma 3, you've probably already seen it, you've probably already played it, so it's a new generation or the next project in the Arma series. Well, it's nicer, more polished, takes place in the future, and it's also a new modding platform for the creative community. Also ich übersetze das Ganze jetzt mal frei. Für DayZ ist vorgesehen, dass ihr mehr looten könnt, mehr Zombies habt, mehr Spieler auf dem Server und das Ganze einfach nur ja, fantastisch wird. Und bei Arma 3 bleibt einfach nicht mehr zu sagen, dass es wirklich schön aussehen wird und ihr euch überraschen lassen solltet. Für alle, die Englisch können, brauche ich wohl nicht zu sagen, was noch alles bei Arma 3 kommen wird. So, what is with the console vision of Arma 3 of DayZ coming? So far we have not confirmed any console versions and it stays like that.
I can't tell you more about this. Oh. Okay, also es ist keine Version für die Konsole geplant, weder von Arma 3 noch von DayZ, was ich natürlich sehr schade finde, aber es ist halt DayZ, es ist Arma 3, sowas gehört auf dem PC. But Exclusive for PC. Yes, yes. But this is a personal question. What is with the Barrett M107 coming back in DayZ standalone? We would like to keep the selection of weapons pretty small. Maybe we will be exchanging one for another after time, but it's still future. We have picked up some basic weapons to start with, but Barrett and similar high caliber weapon rates maybe too powerful for the gameplay we intend to promote. But you know, it may appear there in the future, but it's probably too early to tell. Okay, also ihr habt die Waffen, die ihr schon kennt von Arma 3 und so weiter, also alles, was ihr schon kennt aus der Alpha von DayZ, werdet ihr bisher haben. Alles Weitere bleibt noch eine Überraschung für euch, und ob da noch Änderungen kommen werden oder nicht, das ist alles eine Frage der Zeit, das wird sich noch zeigen. Ansonsten gibt es ja noch immer den Community Support, um Wünsche zu euch zu hören. Und ich würde mal sagen, thank you for the interview. You're welcome. Very nice. Yep. Und ich verabschiede mich auch von dieser Stelle aus. Bis später. Bye. Okay, wahrscheinlich habt ihr es schon von den Ereignissen des Tages gehört. Es war echt erdrückend, es war schockierend, was passiert ist. Aber am Ende war der erste Tag der Gamescom doch für die Spieler noch ein Erfolg. Es gab 500 glückliche Call of Duty Fans, die sich ihre Prestige Edition ergattern konnten. Aber eben halt, da lag auch das Problem, warum der Tag überhaupt so schlimm anfing. Die Activision hat die Gamescom nicht richtig genug darüber informiert und es war Love Parade Reloaded in meinen Augen. Ich wurde gedrückt, ich wurde zerquetscht. Wir konnten noch niemals ein Startvideo von der Gamescom machen, deswegen. Aber im Endeffekt haben wir schon heute eine Menge Interviews gesehen. Wir haben einiges erfahren über das, was in Zukunft in der Gaming-Geschichte oder PC- und Konsolenwelt noch kommen wird. Und wir hatten viele Interviews auch mit weniger bekannten Dingen oder eben halt mit ein paar YouTubern. Aber Überraschungen haben wir für euch natürlich morgen auch noch. Aber davon lasse ich euch noch für morgen überraschen, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Das war der erste Tag der Gamescom. Ich bin euer Anubis, wir sehen uns morgen. Ciao. Start to forget the things you should remember. The things you should forget. It's been 10 years.